So, da wären wir auch schon wieder bei Dark Souls 2, Scholar of the Fürstin. Jo, wir haben ein paar Dinge zu tun. Also erst einmal bin ich wieder im Offline-Modus, da wir am Schluss der letzten Folge so ganz schnell mal ein neues Gebiet erreicht haben, in dem mal wieder der Offline-Modus vonnöten ist, das letzte Mal sogar. Ah, aber vorher gucke ich mal kurz, wie es mit unseren Steinen so aussieht. Wir hatten Brocken. Unsere Rüstungsteile sind, glaube ich, alle auf 5 oder 6. Ja. Steine haben wir auch genug. Wir haben eigentlich alles. Dann laufe ich jetzt mal ganz kurz zu Mollin rüber. Mit den Seelen, die wir gerade haben, aus dem letzten Bossfight nämlich. Dort will ich nämlich gerne diese Rüstung hier kaufen, dass ich sie schon mal habe. Das ist die Rüstung des Schmelzerdämons, wie man hier unten unschwer erkennen kann. Und es gibt hier auch die Rüstung des verlorenen Sünderin. Aber diese Schmelzerdämons, die bräuchten wir. Allerdings eigentlich noch nicht jetzt. Nein, ich benutze meine Seelen lieber für was Wichtigeres, Sinnvolleres. Ich müsste nämlich Stärke boosten. Wie sieht's bei ihr aus mit neuen Steinen? Verkauft sie immer noch nichts Neues? Gut. Feuersamen zur Flamme upgraden hätten wir einen. Rentiert sich also noch nicht so wirklich. So, dann gehen wir erstmal in die Gegenstandskiste. Das kann weg. Skorpioninnenseele, die habe ich noch gar nicht vorgelesen, letztes Mal. Nayaka, also die Seele der Skorpionin Natschka oder Naika oder wie auch immer. Naika wurde aus den Missetaten eines uralten Wesens geboren. Von Beginn an war sie eine zerbrechliche Seele und schon bald fiel sie dem Wahnsinn anheim. Ja, das hat ihr toller Mann verzählt. Oh, und wir haben noch einen Knochenstaub zu verbrennen. Das machen wir auch gleich mal. So. Eine Kraft hat den Estus-Flakon gestärkt, ja. Das will ich alles verkaufen. Schrott ebenso. Das sind alles Eidgegenstände. Hier ist nichts, was wir noch wegsortieren müssten. Speer, das sind alles Waffen. Die Hellebarde und die Sense können mal weg, wobei das eine ziemlich komische Sense ist. Pyromantieflamme, die brauchen wir. Glockenhüter, den kann weg. Die Hexenmeistermaske, die kommt dahin. Löwenmagier, ja, das Löwenmagierzeug, das könnten wir auch mal wegsortieren. Rostige Mastodonstulpen. Ja, genau, die Mastodons, denen wir letztes Mal begegnet sind. Vor den Urritter des Dwenglik-Schlosses getragene Stulpen. Durch Rostschäden nur von begrenzter Robustheit. Ihr Gewicht würde ihre Träger eigentlich zerquetschen, doch für die brachialen Urritter ist es, als wären sie aus Papier. Also ja, diese Urritter sind wirklich irgendwie Mastodons, also Mammuts eigentlich. Stiefel des Männchen. Nein, hier haben wir nichts Wertvolles. Keine doppelten Ringe. Ein paar Zauber, die weg können. Und alles andere ist gut. So, das heißt, jetzt wird Stärke geboostet. Stärke boosten. So, Stärke brauchen wir 10 Punkte. Jetzt haben wir erst mal 3 mehr. Um das neue Schild zu tragen, was ich nachher tragen möchte. Weil das hier will ich irgendwann ausmustern. Wobei es eigentlich gar nicht mal so schlecht ist, das Schild, muss ich ganz ehrlich sagen. Es ist leicht, es hat... Wie sieht eigentlich mittlerweile unsere Anpassung mit dem Schild aus? Plus 0,1. Na, das ist nicht wirklich viel. Nee, ist wirklich nicht viel, weil ich glaube, das Schild, das skaliert auf Stärke, genau. Und Stärke haben wir eben nicht hoch. Anders als zum Beispiel bei dem Speer, dass der mehr auf Dex skaliert. Wobei auch nicht ganz so gut.
Der hier skaliert ziemlich gut auf Decks. Naja. So, wir reisen jetzt erst einmal wieder zum den überschatteten Ruinen. Denn wir haben ja die Skorpione besiegt. Das heißt, wir können nochmal mit Tark reden. Ich weiß gerade gar nicht, habe ich den Ring des Geflüsters noch an? Nein, habe ich im Augenblick nicht. Also erst einmal, der da drüben könnte ein Problem werden. Der kommt nämlich nachher gleich zu uns rüber. Wenn er uns hier bemerkt. Und dann haben wir ja noch ihn hier. Den pieksen wir weg, bevor er aufsteht. Oder auch nicht. Stirb. So, genau. Und jetzt kommt er hier zu uns rüber. Das ist nicht sonderlich schön. Aber mit denen kann man eigentlich, wenn man es draus hat, ziemlich gut mit denen umgehen. So, einziges Problem ist wieder die Verfluchungsurne da oben. Deswegen gucken wir, dass wir so schnell wie möglich an ihr vorbeikommen. Wie auch die hier zerdeppern. Weil eigentlich habe ich keine große Lust, hier nochmal verflucht zu werden. Deswegen renne ich einfach mal hier weg. So, da kommt uns der hier hinterher. Und er ist weg. Gut. Das hier können wir noch wegmachen und dann können wir jetzt nochmal mit Tark reden. Dafür müssen wir den Ring des Geflüsters anlegen. Hallo Tark. My better half. This is my thanks. Take it. Ja, ein Duftzweig. I have no gods to pray to. But still I pray that your journey will be safe. Mhm. Wir können von ihm die Aufwärmgeste erlernen. I have no God, but und können jetzt den Ring wieder ablegen, weil mir das echt ein bisschen zu unheimlich ist. So, wie viele Duftzweige haben wir jetzt übrig? Zwei. Einen würde ich gerne aufbewahren. Also könnten wir theoretisch den Löwen hier jetzt entsteinern. Dass wir das auch hinter uns bringen, was hier hinter ist. Wobei ich nicht weiß, wie gefährlich das sein könnte. Was hier hinter ihm auf uns lauert. Ja. Es hat keinen Kopf. Aber es hat zwei ziemlich große, üble Schwerter. Darf ich euch Vengals Körper vorstellen? Mit irre Blutungsschaden. Und sehr hält sehr viel aus. Au. Wow, roll dich weg. Also ja, das ist Vengals Körper. Und der macht übelste Blutungen. Wow. Ja, genau das wollte ich. Ihn von hinten eine verpassen. Er ist viel zu stark. Aber wir haben ihn erledigt.
Ah. Rüstung, Handschuhe und Stiefel kriegen wir. Weil den Helm haben wir ja bereits von Vengals Kopf selber bekommen. So, das heißt... Oh, hi, Echse. Das heißt, wir können uns jetzt noch da unten kurz umsehen. In aller Ruhe. Hier ist nämlich ja noch was. Ziemlich großer Loothaufen mit einer Fackel drin. Und ja, diesen Ort kennen wir bereits. Da drüben haben wir den Knochenstaub gefunden und das ist die Statue, die wir damals gesehen haben. Und wenn man genau hinguckt, sind wir direkt überhalb von Vengals Kopf. Ich würde es fast schon wagen, jetzt einfach darunter zu hüpfen. Aber nein. Ich gehe den Standardweg. Weil sein Körper ist jetzt besiegt. Tag verstehen wir gerade nicht, weil wir nicht den richtigen Ring angelegt haben. Nö. Aber wir haben wenigstens das geschafft. So, weg mit diesen blöden Verfluchungsdingern und raus hier. Bevor wir noch mehr verflucht werden. So, jetzt können wir wieder zurück. Zum Leuchtfeuer und sind damit hier in den Shattered Woods. Eigentlich komplett fertig. Denn wir haben alles bis auf die Statue da entsteinert. Naja gut, was wir noch nicht haben, ist den alten Mann nochmal getroffen. Saruman im Rollstuhl. Seelen, nein, nein, nein. So, Vengals Ausrüstung. Steht da was Besonderes? Vom Wind Vengal von Furiosa getragene Rüstung. Vengal war als furioser tödlicher Krieger bekannt. Selbst Furiosas Löwenkriege, eine bunte Bande fanatischer Kämpfer, hielten sich von ihm fern. Ja. Also, Vengal war böse. Handschuhe und Stiefel und Gutes. Das heißt, wir reisen jetzt in den Shattered Woods. Von den Shattered Ruins zum zerstörten Weggabelung zurück. Weil von da aus kommen wir am besten zu Vengals Kopf. Und können ihm Bescheid sagen, dass sein Körper nicht mehr unter uns weilt. Falscher Weg. Dieser Weg hier ist richtig. Ich hoffe einfach mal, dass wir keinem von den Unsichtbaren begegnen. Gerade. Nein, wir werden nicht verfolgt. Gut. Hallo, Vengal. Back again. Well, this is a pleasant surprise. Ja. Ah, it was you who vanquished my body. It is my body, you see, and I can sense what happens to it. I do not mourn for it. Good riddance. If you wish for help, summon me. I'm rusty in battle, but will fight by your side. I cannot lie. I was, and for his, but perhaps it's for the best. Yeah. Farewell. Wir können ihn jetzt also beschwören in manchen Kämpfen, bei manchen Bossfights, wenn wir ihn denn brauchen. Also nicht nur seinen Kopf, sondern ihn komplett. Netterweise. Also ihn inklusive seines ziemlich furchterregenden Körpers. Und ja, auch wenn es vielleicht bei der Aufnahme nicht so aussah, er war schon recht stark. So, nächster Schritt. Wir gehen jetzt endlich zu Gürms Frist zurück in den Toren von Pharos. Weil das ist eigentlich der Grund, warum ich... Warum ich Dings Offline-Modus bin für den Augenblick.
Denn hier ist wieder ein Rattenkopf.